Und wirklich schlecht im Design, deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Und ich entschuldige mich im Vorhinein, dass es nicht schöner gestylt ist. Ich habe meinen Vortrag grob gegliedert in: Was will ich eigentlich mit meinem One-Pager? Was weiß ich dazu? Das heißt, was weiß ich tatsächlich, wie ich es umsetzen könnte? Wie kann ich es tatsächlich umsetzen? Was muss ich vorbereiten? Und was musste ich am Ende programmieren? Das heißt, ganz mit Bordmitteln bin ich nicht hingekommen. Ich musste eine kleine Programmierung vornehmen. Was will ich? Ein One-Pager mit Bordmitteln. Das heißt, ich möchte keine großen Arbeiten noch vornehmen, um einen One-Pager innerhalb von WordPress zu ermöglichen. Ich möchte in diesem One-Pager beliebig viele Texte einbinden können, die ich einzeln editieren kann. Ich möchte sie in einer beliebigen Reihenfolge einbringen können. Das heißt, ich möchte die Reihenfolge auch ändern können, wenn ich feststelle, dass der eine Text vielleicht nach oben oder nach unten kommen soll. Ich möchte das Ganze, was ich da habe, auch beliebig oft verwenden können. Ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es, einen One-Pager beliebig oft auf einer Website zu haben, aber war ein Anspruch, den ich mir gestellt habe. Ich wollte im Backend keine zusätzliche Programmierung haben, das heißt keine Widgets, keine Plugins. Ich wollte es wirklich mit den Backend-Bordmitteln hinkriegen. Und am Ende wollte ich hauptsächlich feststellen, ob ich es überhaupt hinkriege. Man hat ja so seinen Ehrgeiz. So, was weiß ich dazu? Was weiß ich tatsächlich, was ich machen will? Was ist ein One-Pager? Für mich ist ein One-Pager eine Seite, die im Prinzip alles enthält, was normale Webseiten haben. Kontakt, Impressum, die gesamte Navigation, ohne dass ich weitere Unterseiten benötige. Welche Voraussetzungen bringe ich mit? Wie gesagt, ich bin PHP-Entwickler. Ich habe eine gewisse Kenntnis von der Template-Hierarchie. Kennt jemand die Template-Hierarchie von WordPress nicht? Okay. Ja? Soll ich kurz mal drauf eingehen? Okay, dann gehe ich da kurz drauf ein. WordPress hat eine Template-Hierarchie. Das heißt, grundsätzlich reicht es für ein Theme, dass man eine Index-Datei und eine CSS-Datei hat. Man kann jedoch auch für einzelne Seiten, für einzelne Beiträge, für Kategorien, für Archive, für Autoren separate Template-Dateien anlegen, die ein anderes Layout haben, andere CSS, anderes HTML, was man will. Das geht ziemlich tief. Man kann im Prinzip für jeden einzelnen Beitrag eine eigene PHP-Seite erstellen, sodass sich das dann kaskadiert. Das heißt, wenn die Seite da ist, wird sie genommen, wenn sie nicht da ist, wird das nächste im Baum verwendet. Das kann man sehr hübsch sehen, findet sich auch im Codex. Soweit verstanden? Das geht im Prinzip von links nach rechts. Das heißt, wenn links die Seite da ist, wird sie genommen, wenn sie nicht da ist, wird das nächste im Baum genommen. Das ist eigentlich eine ganz einfache, schöne Sache. Man kann sehr, sehr viel damit in Templates machen. Also davon wusste ich zumindest schon mal was. Ich habe einen groben Überblick über die Funktionalität des Backends. Das heißt, ich weiß, wie man Beiträge anlegt, ich weiß, wie man Menüs anlegt, ich weiß, welche Einstellungen ich so machen kann. Und ich habe das größte Vertrauen darin, dass mir WordPress alles liefert, was ich für meine mir selbst gestellte Aufgabe benötige. Wie kann ich das Ganze umsetzen? Es gibt in WordPress verschiedene Möglichkeiten, Beiträge und Seiten in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Für Beiträge haben wir Kategorien und Tags und für Seiten können wir Unterseiten anlegen. Das heißt, wir können eine Seite in Seitenbäume unterbringen. Das lässt sich aber nicht besonders gut sortieren. Es gibt extra Ausgabeseiten dafür, für Archive, für Kategorien, für Tags, aber wir können es nicht sortieren ohne größeren Aufwand. Das heißt, wie könnte ich es mit Bordmitteln machen? Meine Idee war dazu, ich verwende das Menü. Denn im Menü kann ich beliebige Seiten zueinander in Beziehung setzen und sie auch untereinander verschieben. Also eigentlich fand ich so ganz einleuchtend. Das Zweite ist, wie stelle ich es dar? In dieser gesamten Template-Hierarchie, die ich eben gezeigt habe, gibt es zwar viele Möglichkeiten, etwas darzustellen und auch Sonderdarstellungen zu machen, aber nicht das, was ich gesucht habe, nämlich nicht einfach alle Punkte eines Menüs auszugeben. Ich habe noch ein bisschen rumgeguckt und festgestellt, es gibt etwas, das sich Seitentemplate nennt. Seitentemplates erlauben mir, für jede Seite ein eigenes Template anzulegen, eine eigene Template-Datei, oder beziehungsweise ich kann eine Template-Datei anlegen und sie einer Seite zuordnen.
Ein Seitentemplate zeichnet sich dadurch aus, dass es mit einem besonderen Header anfängt, ein PHP-Tag auf, ein bisschen Kommentar, Template-Name und dann ein eindeutiger Name. Das ist wichtig, am Anfang habe ich den Fehler gemacht, ich habe keinen eindeutigen Namen genommen, sondern den Namen eines anderen Templates, habe es nicht gefunden, habe es nochmal geändert, war es da. Das Ganze lege ich einfach in das entsprechende Theme mit rein. Das heißt, es ist völlig gleichgültig, welches Theme es ist. Das ist jetzt ein 2015er gewesen, als ich den Screenshot gemacht habe. Das heißt, es liegt neben allen anderen Template-Dateien. Es taucht dann auf der entsprechenden Maske für das Anlegen von Seiten auf der rechten Seite unter Template auf. Da gibt es dann einen kleinen Punkt, Template, kann ich auswählen, kann ich meinen One-Pager auswählen. Also eigentlich ganz einfach. Was muss ich jetzt vorbereiten? Als erstes, nachdem ich so mir meine Vorgedanken gemacht hatte, lege ich eine Basisseite an. Das heißt, meine erste Seite, weil ich muss ja irgendwas haben, worüber ich etwas ansteuern kann. Normalerweise steuere ich meine Beiträge oder Seiten über den Slug oder die ID an oder das, was ich über Permalinks angelegt habe. Wenn ich diese Basisseite anlege, vergebe ich einen Titel. Das ist in diesem Fall wichtig, der sollte eindeutig sein, wie Titel immer nun mal sind. Und wir werden ihn zum späteren Zeitpunkt nochmal brauchen. Der Titel wird später auf der Seite nicht angezeigt, so wie ich es programmiert habe. Einfach aus dem Grund, dass ich verhindern wollte, dass ich im Zweifelsfall irgendwelche Sachen über CSS ausblenden muss, wenn ich dieses Template oder diese Datei, die ich da verwende, nochmal verwenden möchte. Sondern wenn ich ein H1 auf der Seite haben möchte, kann ich es auch über den Editor eingeben. Aber das ist eigentlich belanglos. Nur für diese Seite lege ich das Seitentemplate fest. Das heißt, ich gebe den Text ein, mache Seitentemplate, fertig. Anschließend lege ich weitere Seiten an, beliebig viele. Und als letztes gehe ich ins Menü und lege das Menü an. Wie man Seiten anlegt, denke ich, weiß jeder. Also nicht Beiträge, sondern Seiten. Mit Ausnahme der Template-Zuweisung ist diese Basisseite nichts Besonderes. Es passiert eigentlich nichts Großartiges hier. Nochmal, diese Zuweisung muss ich nur für die Basisseite vornehmen, nicht für die anderen Seiten. Ich kann für andere Seiten auch Seitentemplates verwenden, spielt in diesem Zusammenhang aber keine Rolle, da die Basisseite nur aufgerufen wird beim Aufruf der Grundseite. Das heißt aber andersrum, ich könnte eine Seite, die ich hier in meinem One-Pager verwende, als Unterseite auch als Basisseite für einen anderen One-Pager verwenden, wenn ich das dann unbedingt tun möchte. Menüs, denke ich, weiß auch jeder ungefähr, wie er es anlegen muss. Oder weiß das irgendwer nicht? Okay. Was das Ganze jetzt ein bisschen anders macht, ist, dass ich beim Menü auch einen Titel vergebe. Und für dieses Menü vergebe ich den gleichen Titel, wie ich für den meine Basisseite verwendet habe. Das heißt, genau der gleiche Titel. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Alle weiteren Seiten binde ich als Unterseiten ein. Dann kommt so etwas raus. Als erstes lege ich die One-Pager, also meine Basisseite als... Meine Basisseite heißt One-Pager. Es ist völlig egal, wie sie heißt. Ich kann sie benennen, wie ich möchte. Ich habe sie jetzt One-Pager-Start genannt. Und das Menü heißt genauso. Es ist völlig gleichgültig, wie sie heißt. Es muss nur identisch heißen, beides. Die Struktur, die ich hier genommen habe, erkläre ich gleich nochmal, warum ich sie so gebaut habe. Man könnte sie auch anders bauen, aber für meine Programmierung erschien mir das die geschickteste Variante zu sein. So, jetzt komme ich zu dem, was ich programmieren musste. Dabei gibt es zwei wichtige Funktionen und dann gehe ich einmal durch den Quellcode durch. Die erste Funktion kennt jeder, der schon mal mit Templates gearbeitet hat. Kennt irgendjemand nicht getPost? Okay. getPost holt sich kontextbedingt die Inhalte der Seite. Das heißt, wenn ich eine Seite über eine URL, beziehungsweise über den Slug oder die ID aufrufe, wird ja normalerweise der Inhalt geladen. Und dafür ist getPost verantwortlich. Wenn ich keinen Parameter an getPost übergebe, holt es sich automatisch den zu dieser Seite zugehörigen Inhalt. Soweit wusste ich das, als ich anfing. Was ich nicht wusste, war, dass ich getPost auch eine ID übergeben kann und so jede beliebige Seite aufrufen kann, von der ich die ID habe. Damit wusste ich schon mal, wenn ich jetzt auch noch das Menü rauskriege und die IDs, die dazu gehören, kriege ich jede Seite. Die zweite Funktion, die ich vorher nicht kannte, war wp-getNavMenuItems.
GetNavMenuItems tut genau das. Sie holt von einem WordPress-Menü die einzelnen Items, das heißt die einzelnen Menüpunkte. Es wird als Parameter übergeben der Name des Menüs und ein ganzes Parameter-Array als zweiter Parameter. Diese Funktion gibt am Ende ein Array zurück, das so ungefähr aussieht. Das sind ja sehr viel Code. Ich zeige es jetzt nur, weil es eine Besonderheit hat. Wie wir vorhin gesehen haben, ist mein Menü aufgebaut, das Basistemplate als Grundlage von anderen, das Basiseintrag als Grundlage von anderen Einträgen. Das Array, was zurückgegeben wird, ist aber flach. Das heißt, alle Einträge sind auf einer Ebene. Nur gekennzeichnet dadurch, dass jeder Eintrag darunter eine Parent-ID hat. Das heißt, eine ID, die kennzeichnet, von welchem anderen Element es abhängig ist. Das heißt, der zweite Eintrag, darunter 1, ist abhängig von dem darüberliegenden, was sich an dem Parent hier zeigt. Das ist Menu-Item-Parent, hat die ID 19 und die ID 19 ist die ID dieses Eintrags. Das so viel zu dieser Sache und warum ich meine Programmierung gleich so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Das wird dir automatisch ausgegeben? Oder das wird mir ausgegeben, wenn ich wp-get-nav-menus-items aufrufe, kriege ich das oder kriege ich etwas Ähnliches wie das zusammen, je nachdem, welche Parameter ich übergebe. Die zeige ich gleich noch, die Parameter. So, das ist der Quellcode, also der Anfang des Quellcodes. Den Header habe ich ja schon einmal gezeigt. Danach habe ich mir aus der 2015, aus dem 2015-Theme die PHP geklaut, dort eingefügt, ein bisschen bereinigt. Was ich drin gelassen habe vor allen Dingen, ist WP-Head. Weiß jemand nicht, was WP-Head ist? Okay. Weiß jemand nicht, was Hooks sind? Actions und Actions und Filter. Gut. WordPress hat an verschiedenen Stellen Punkte eingerichtet, an die sich Funktionen anhängen können, also Hooks. Diese Hooks erlauben mir einerseits Funktionen einfach auszuführen, das heißt etwas rauszuschreiben, Dinge zu tun oder Inhalte, die an dieser Stelle vorliegen, zu filtern. Deswegen sind es Actions, die geben etwas aus oder tun etwas und Filter, die filtern die Inhalte. WP-Head ist grob gesagt ein Wrapper, um die Hooks im Kopfbereich der Seite. Ist wichtig, weil viele Plugins Hooks verwenden, um zum Beispiel ihre CSS-Dateien und JavaScript-Dateien auszuwerfen. Und da wir gerne auch Plugins verwenden möchten, was durchaus denkbar ist auf der Seite, brauche ich das Ganze. Es hat den kleinen Nachteil, da wir uns in einem Theme-Kontext befinden, holt er sich auch die Theme-CSS-Dateien. Das heißt, wir kriegen auch die CSS-Daten und entsprechendes Styling des jeweiligen Themes schon mit ausgegeben. Wenn wir also etwas davon nicht wollen, müssen wir es später selbst mit CSS überschreiben. Anschließend kriegen wir mit GetPost erstmal den Inhalt der Seite, die wir unter diesem Slug oder der ID aufgerufen haben. Ich habe jetzt noch zusätzlich CSS und JavaScript eingefügt. Das hätte ich auch über die Hooks machen können. Ich habe es jetzt nur an dieser Stelle so gemacht, damit es offensichtlich ist, was ich eigentlich gerade tue. Jetzt beginnt so ein bisschen die eigentliche Programmierung an der Stelle. Als erstes, wie kann man das eigentlich sehen, gebe ich mit echo post post contents den Inhalt meiner Basisseite aus. Also einfach das, was ich da reingeschrieben habe. Anschließend baue ich mir das Array zusammen, was ich mir für wp-get-nav-menu-items als Parameter kriege. In diesem Array sehen wir schon, wir können einstellen, in welcher Reihenfolge es sortiert werden soll, in welche Richtung es sortiert werden soll, ob auch die nicht gepublisheden Einträge ausgegeben werden sollen und so weiter. Lässt sich alles im Codex nachlesen. Da ich das Menü genauso benannt habe wie meine Basisseite, kann ich jetzt also den Post-Title an dieser Stelle als ersten Parameter übergeben und kriege das entsprechende Menü ausgegeben. Das ist der eigentliche Trick dabei.
Dieses Array gehe ich nun mit einer Vorschleife durch, wobei ich mir vorher die ID meines Basiseintrags geholt habe, damit ich nur die Seiten kriege, die auch als Kinder meines Basiseintrags da sind. Der Grundgedanke dabei war, dass ich durchaus noch tiefer geschachtelte Menüs haben könnte und trotzdem nur die erste oder die zweite Ebene als Menüeinträge auf dieser Seite habe. Alle anderen Menüeinträge könnte ich vielleicht an einer anderen Stelle nochmal verwenden. Was ich anschließend tue, ist, ich sammle mir erstmal die Arrays der Menüeinträge zusammen und baue mir eine Navigation für Seitenverweise zusammen, die ich auch gleich danach ausgebe. Das heißt, dass ich oben im Kopf auch schon mal gleich eine Navigation habe, um zu den entsprechenden Elementen zu springen. Im nächsten Schritt laufe ich dann meine Arrays durch, übergebe sie getPost und gebe dann davon wiederum den Content aus. Ganz am Ende habe ich nochmal das wp-footer, was das Gegenstück für wp-head ist, nochmal ein Wrapper für entsprechende Hooks. Und das ist es im Prinzip. Um einmal zu zeigen, wie das Ganze dann auch funktioniert. Dies ist mein derzeitiges Menü. Das ist die Seite, die ich dazu momentan habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf kriege, komme ich auch dahin. Ich habe es jetzt nicht zu Ende gestylt. Wenn ich jetzt noch das Impressum und Ticket dazu haben will, Menü hinzufügen, kann ich das nicht richtig sehen. Was war denn das? Da. Einmal speichern. Ja. Will nicht so, wie ich man will. Ist mein Server leider ein bisschen langsam anscheinend. Ach doch, jetzt hat er es. So, Menüpunkte sind da. Dann Impressum auch hinzugefügt. Impressum ist auch da. Kann ich mal zeigen, dass ich es hier auch sortieren kann. Ich kann jetzt die Tickets, den Kaufticket einmal wieder runterschieben. Kaufticket ist noch hier oben. Warte mal kurz ab, bis er gespeichert hat. Und ich hätte den Server vielleicht doch einmal starten sollen. So. Zeige ich gleich. Genau. Das kann ich auch kurz zeigen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen schneller geht. Ich habe hier verschiedene Seiten. Ich habe die auch schon mal im Verhältnis gesetzt. Das spielt aber keine Rolle, weil das Menü sich nicht darauf, also ein angelegtes Menü bezieht sich nicht darauf, wie die Seiten im Verhältnis zueinander stehen. Ich kann auch zeigen, dass meine Basisseite, wenn sie dann irgendwann geladen ist, nur aus diesem Banner hier besteht. So, ist auch die Seite da. Kauf ein Ticket, ist jetzt an zweiter Stelle. Also eigentlich genau das, was ich wollte. Die Basisseite ist die einzige, die dieses Template schützt. Genau. Die Basisseite. Die normale Seite. Genau. Achso, die Basisseite ist die einzige Seite, der ich den One-Pager zugewiesen habe, wie ich hier sehen kann. Wir können das nochmal an der Stelle zeigen, wenn er denn irgendwann lädt. Genau, Sponsoring. Das hier hat Standard-Template. Ich könnte ihm jetzt auch One-Pager zuweisen, aber das spielt keine Rolle an dieser Stelle, weil es nicht ausgeführt wird. So, was hätte ich anders machen können? Es gibt so ein paar Sachen, die man schöner, besser, anders machen könnte. Ich hätte die Zuweisung des Menüs anders machen können. Ich hätte, habe ja schon gesagt, ich habe es jetzt so aufgebaut, damit ich nur diese eine Ebene abfrage. Ich hätte natürlich einfach sagen können, es wird alles ausgegeben, was an dieser Stelle angelegt ist, ohne Rücksicht darauf, auf welcher Ebene es ist. Ich hätte auch den Slug
der Seite und nicht, das, nicht den Titel nehmen können, was ein bisschen eindeutiger gewesen wäre. Also das, weiß jeder, was der Slug ist eigentlich? Benutzt das die ganze Zeit? Das ist das, was hier unter Permalink steht, dieser Teil. Der wird automatisch von WordPress generiert, damit er wirklich eindeutig ist. Den könnte ich auch verwenden. Ich habe es jetzt aber nicht gemacht, weil ich es für den Vortragsfluss etwas angenehmer fand, es so zu erklären. Außerdem hätte ich den Code anders aufbauen können, dass der ganze Programmierbereich außerhalb der eigentlichen Ausgabe, des eigentlichen Ausgabebereichs war. Das ist eigentlich schöner, aber spielt jetzt in diesem Zusammenhang auch keine Rolle. Ich fand es so ein bisschen ansehnlicher. Fragen? Ja. Genau, es sind einzelne Beiträge, die im Loop geladen werden. Wie gesagt, ich kann beliebig viele Beiträge anlegen. Und meine Frage war eher, im Google-Index sind noch die ganzen Permalinks indiziert? Nein, im Google-Index wird in diesem Fall nur der Permalink der Basisseite indiziert. Es wird für Metatext, CSS etc., alles, was irgendwie im Head ausgegeben wird, nur die Basisseite ausgewertet. Alle anderen werden ja nur die Content-Sachen ausgegeben und nicht das, was normalerweise über GetPost geholt wird. Also der Link, der Permalink zum Impressum, ist dann nicht im... Nein, aber das ist ja gerade das große Problem bei One-Pagern. One-Pager sind ja nicht besonders SEO-freundlich. Habe ich vorhin gerade ein Gespräch darüber geführt, gerade weil ich ja nur eine Seite auf Keywords optimieren kann und nur für eine Seite die Metatext ausgeben kann, sind One-Pager für SEO kein besonders guter Einstieg. Kannst du nochmal deine ersten Slides da zeigen? Meine ersten Slides? Die ganz vorne? Ja. Was wolltest du? Ich will nur was, indem ich Gedanken mache. Achso. Ich war mal über den Kack-Problem des Wörters. Man sollte vielleicht aufpassen, wenn man irgendein On-Page-Plugin verwendet, dass einem nicht automatisch dann diese Seite trotzdem in die Sitemap reinschreibt, die Google dann abcrawlt und deswegen ja auch direkt auf diesen Pressen durchgeht. Was gesagt wurde, man soll aufpassen, dass, wenn man ein One-Page-Plugin verwendet, die Google das eventuell nicht richtig crawlen kann. Ja, sehe ich genauso. Als ich da rangegangen bin, habe ich mir ehrlich gesagt darüber keine Gedanken gemacht. Das war einfach so der Ansporn, kriege ich es überhaupt hin. Was wolltest du denn noch sehen von den... Ach so. Okay, du kannst es dir aber auch runterladen. Ich habe das schon hochgeladen. Okay. Okay, die können wir uns, glaube ich, sparen. Dann bauen wir das mal. So, das ist die erste. Weiter? Nee, mach mal an. Ach so. Mehr Fragen? Ja. Mit den Hooks. Ja, kannst du da nochmal... Site mit Hooks? Du meinst den... In diesem automatisch generierten... Ach, das... Ja gut, das ist jetzt nicht... Du meinst... Moment, stopp. Du meinst das hier? Genau. Okay. Du weißt, was ein Array ist? Okay. Du weißt, was Variablen sind? Ein Array ist im Prinzip eine Sammlung von Inhalten, also das heißt eine Variable mit mehr Inhalten, die entweder numerisch sortiert sind oder über einen alphanumerischen Index. Das heißt, du kannst auch Arrays haben, mit denen du auf die einzelnen Elemente mit Keywords zugreifen kannst. Dieses Array enthält jetzt Objekte, das heißt Array-Eintrag 1, wenn ich mit 1 drauf zugreife, mit 0 drauf zugreifen würde, würde ich ein Objekt erhalten, das den Inhalt hier hat. Und darauf kann ich dann wieder zugreifen, wenn ich jetzt sagen würde, gib mir bitte 0 zurück und davon ID kriege ich 19. Also das sehe dann so aus. 0. So würde ich das grob aufrufen. Obwohl, das stimmt an diesem Fall nicht, weil es natürlich ein Objekt ist. Was hier passiert ist, dass ich Daten sammle und ich
über bestimmte Methodiken da wieder darauf zugreifen kann. Ich könnte dieses Array, kann mit einer Schleife auf die Daten dieses Arrays zugreifen, das heißt in diesem Fall numerisch, wenn ich also von, gib mir alles von 1 bis 10 durch, aus, kann ich dem Array sagen 1, 2, 3, 4, 5, Echo, 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 und kriege dann entsprechend die Werte dafür rausgeliefert. Und das ist, dafür sind Arrays hauptsächlich da. Das, genau, das gibt WordPress aus. Das heißt, ich habe einmal gesagt, gib mir bitte aus, was WordPress an dieser Stelle zurückliefert. Ja, ich brauche nur die IDs, aber er gibt den ganzen Kram halt aus. Er gibt halt den ganzen, ich brauche die IDs und die Parent-IDs. Den ganzen Restkram gibt er einfach so mit aus, da kann ich nicht wirklich was gegen tun. Ja, ich laufe es einmal durch, hole mir ID und die Parent-ID raus. Und den Rest vergesse ich dann nachher wieder. Ja. Was benutzt du dann als ID am Ende für das Scrolling? Für das Scrolling, da benutze ich den Titel der entsprechenden Seiten. Also, Moment, kann ich mal kurz zeigen. Achso, Entschuldigung. Was ich als ID für das Scrolling, also für die seiteninternen Links verwende. Ach, blöd. Nee, Quatsch. Gut, müssen wir anders machen. Sorry, Seitenquelltext. Tickets. Hier. Das wäre der Name und den gebe ich dann unten an der entsprechenden Stelle nochmal aus. Worauf ich jetzt eben nicht eingegangen bin, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich an dieser Stelle auch noch den Titel nochmal verwende als Klasse. Dass man im Zweifelsfall die einzelnen Sektionen nochmal separat stylen könnte. Einfach nur so als Hilfe, wenn man... Und das funktioniert dann wie ein Anker auf der Seite. Der Anker ist das hier. Ah. Der Bereich, upsa. Genau. Und genauso funktioniert es wie ein Anker. Mehr Fragen? Wo kann man das wieder? Ups. Sorry, das war zu schnell. Machen wir es mal groß. Da. Wenn er denn irgendwann lädt. Da. Ich hatte leider vergessen, es an eine schönere URL reinzustecken. Und musste es dann machen. Genau, einmal abfotografieren, dann findet man auch wieder. Ich habe einen Zip draus gemacht, jetzt keine Slides, damit auch der Quellcode gleich mit drin ist. Entspricht jede Sektion jetzt einem Menübeitrag? Genau. Und Sektionen, die kein Menü haben? Gibt es auf der Seite nicht. Außer den Footer eventuell, wenn ich da noch irgendwelchen Inhalt reinkriegen würde. Eventuell, ja. Also da ja jeder einzelne Beitrag immer als Sektion auf der Seite ausgegeben wird, sind die eigentlichen Inhalte immer in Sektionen drin. Außer natürlich der Basiseintrag, den ich im Header oben drin habe. Ja, bitte. Angenommen, ich hab den einen Post, einen aktuellen Post, irgendwo auf diesem One-Pager und der ältere auf einer Archivseite. Ja. Grundsätzlich, da ich ja direkt die Seiten zuweise, sollte auch nur diese Seite zugewiesen sein, die aktuelle, die publizierte. Ich hole ja nur die publizierten raus. Ja. Und aber wenn du publizierte dann verschieben wolltest, also weil bei einem One-Pager hast du ja nur, also du kannst zwar 12 Kilometer scrollen, ja. Aber es macht ja vielleicht Sinn, eine Regel aufzustellen, okay, wenn es jetzt publiziert ist, aber etwas älter, dann wieder alles auf die Seite. Dann würdest du es einfach rausnehmen. Kannst du einfach aus dem Menü entfernen. Ja, aber dass ich es noch ansteuern kann. Also ach so. Ja, kannst natürlich. Du kannst natürlich noch zusätzliche. Du kannst ja beliebige Menüs anlegen in WordPress und sie bestimmten Positionen zuweisen. Wir haben ja auch das Header und den WP-Head und WP-Foot mit drin. Wir könnten im Footer jetzt ein Menü laden und dort dann eventuell auf ältere Seiten zusteuern. Wir könnten rein technisch eine separate Seite mit dem älteren Stand nochmal als One-Page insgesamt vorhalten.
Weitere Fragen? Dann bedanke ich mich.